Das sind einige unserer Themen heute. 40-jähriges Dienstjubiläum von Michael Zwick. Verabschiedungsgottesdienst der Schwestern in Hauenstein. Hugo-Ball-Gymnasium Pirmasens bekommt neue Beleuchtung und vieles mehr. Hallo liebe Zuschauerinnen und Zuschauer und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Kompakt. Im Juli fand in Dahn eine kleine Feierstunde zum 40-jährigen Dienstjubiläum von Bürgermeister Michael Zwick statt. Dank gab es dafür natürlich auch aus Mainz. Wir waren vor Ort und haben Zwick zurückblicken lassen. Landrätin Susanne Ganster freute sich, Verbandsbürgermeister Michael Zwick anlässlich seines 40-jährigen Dienstjubiläums die von Ministerpräsidentin Malu Dreyer unterzeichnete Dankesurkunde des Landes Rheinland-Pfalz überreichen zu können. Ganster erinnerte zudem an die vielen Stationen Zwicks in 40 Dienstjahren in der öffentlichen Verwaltung. Ja, es ist tatsächlich eine sehr, sehr lange Zeit und als ich vor 40 Jahren meine erste Ernennungsurkunde bekommen habe und da war das gar nicht vorstellbar, wie lange man da im Geschäft ist und was so alles passiert. Aber die 40 Jahre sind jetzt im Nachhinein, wie man immer so schön sagt, doch recht schnell vorübergegangen. Ich hatte auch das Glück, dass ich wirklich in vielen, vielen unterschiedlichen Funktionen tätig sein durfte, sodass es auch immer abwechslungsreich war und ich auch immer wieder gezwungen war, mich neu einzuarbeiten, mich auf neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einzustellen und Ähnliches. Insgesamt diese 40 Jahre eine sehr spannende Zeit und ich bin auch dankbar dafür, dass ich das so erleben durfte und hoffe, dass ich da noch einige Jährchen dranhängen kann. 1986 startete Zwick in der Kreisverwaltung Südwestpfalz in der Baurechtsaufsicht. Eine solche Stelle in einer Rechtsaufsicht sollte jeder Beamte einmal durchlaufen haben, um die Außenwirkung von Verwaltungshandeln zu erleben, findet Zwick. 14 Jahre lang war er danach Referent und Pressesprecher des damaligen Landrats Hans-Jörg Dupré. Dass es zu der Zeit noch ohne Social Media zuging, begrüßt Zwick eher. Immerhin bevorzuge er damals wie heute das direkte Gespräch. Von 2005 bis 2017 war er dann Leiter der Umweltabteilung in der Kreisverwaltung. Das Thema Umwelt hat in dieser Phase schon und bis zum heutigen Tag noch mehr eine immer größere Bedeutung gewonnen. Ja, im weitesten Sinne hängt ja damit auch der Klimaschutz zusammen. Ja, und was alles, die Biodiversität und was da alles so in der Zwischenzeit passiert ist. Also das Thema Umwelt im weitesten Sinne hat tatsächlich eine enorme Bedeutung erlangt, sowohl in der Öffentlichkeit, bei unseren Bürgerinnen und Bürgern, als auch hier in unserer Verwaltung oder in unseren Verwaltungen, insbesondere im Hinblick auf durchzuführende Genehmigungsverfahren, wo der Umweltaspekt eine sehr, sehr große Bedeutung hat und immer mehr Berücksichtigung findet, bis hin zu umfänglichen Gutachten, die im Hinblick auf gefährdete Tier- und Pflanzenarten gemacht werden müssen. Ein Höhepunkt dieser Arbeit war sicherlich die Umsetzung eines neuen Abfallwirtschaftskonzepts 2015. Damals zunächst mit Aufregung versehen, heute aber von vielen Kommunen im Land ebenso umgesetzt. Dann kam der Gedanke, noch einen Schritt weiter zu gehen und sich als Bürgermeister der Verbandsgemeinde Dahner Felsenland aufstellen zu lassen. Gut, zunächst mal war ich ja viele Jahre kommunalpolitisch tätig. Ich war ja hier dann auch schon 5 Jahre erster Beigeordner gewesen, war Ortsbürgermeister und habe da sehr schnell gemerkt in der Kommunalpolitik, dass mir das Spaß macht. Ja, dass ich da, glaube ich, auch ein Faible dafür habe. Ja, und dass ich gerade hier im Dahner Felsenland, wo ich ja auch aufgewachsen bin, wo ich mein ganzes Leben lang schon wohne, das gerne machen wollte. Und ich habe es vorhin schon gesagt, ich mache das auch sehr, sehr gerne und bin sehr, sehr gerne Verbandsbürgermeister hier in dieser wunderschönen Verbandsgemeinde, in dieser wunderschönen Gegend. Zur Ehrung für die 40 Jahre waren auch die Bürgermeister der anderen Verbandsgemeinden im Landkreis zum Gratulieren gekommen. Michael Zwick wird im August 60 Jahre alt. Ab September startet in 2 Schulen im Landkreis Südwestpfalz das Modellprojekt IT-Ersthelfende. Anfang Juli wurde das Projekt bei einem Pressegespräch in der Daniel-Theisson-Stiftung allen Partnern und Trägern vorgestellt. Welche Inhalte den Schülerinnen und Schülern vermittelt werden und welches Ziel das Projekt verfolgt, verraten wir Ihnen jetzt.
Innerhalb von 2 Monaten hat die BG 3000 Service GmbH und die Bechtle AG mit Unterstützung der Daniel Tyson Stiftung das Pilotprojekt IT-Ersthelfende gestartet. Die 50 Schülerinnen und Schüler der Daniel Tyson IGS in Waldfischbach-Burgalben und des Ottfried von Weißenburg-Gymnasium Dahn werden in verschiedenen Modulen ausgebildet, um Erste Hilfe im Bereich der Informationstechnologie zu leisten. Also im September, 11., 12., 13. September geht es los im Dynamikum Pirmasens. Bis dahin muss man sich angemeldet haben. Wir haben 50 Plätze für die Schülerinnen und Schüler. Und es startet mit einem 3-tägigen Bootcamp in der Schulzeit. Da hat man sowohl die Knöpfchenkunde, das ganze praktische Anwendungswissen rund um Geräte und so weiter, aber vor allen Dingen auch Herzensbildung, Serviceaktivitäten und Internetanwendung. Von Trending Plattforms bis Hate Speech, Fake News, Mobbing, die ganze Aufklärung rundum. Ich lerne also nicht nur ein tüchtiger IT-Schrauber zu sein, sondern auch eine souveräne digitale Persönlichkeit zu entwickeln. In den Schulen fanden bereits Elternabende und Präsentationen für das Lehrpersonal und in den Klassen statt, um über die Inhalte und Ziele des Projekts zu informieren. Was uns sehr begeistert hat, war, dass an diesem Nachmittag bereits erste Schülerinnen und Schüler sich direkt für dieses Projekt beworben haben, also praktisch sich über die PowerPoint-Präsentation direkt eingeloggt haben auf die Bewerberseite. Und es für uns natürlich ein Zeichen ist, dass die Schüler sich beteiligen wollen, dass die da mitmachen wollen und dass sie natürlich auch den Nutzen dieses Projektes sehen. Im Fokus des Projektes steht neben der Ausbildung zum IT-Ersthelfenden auch die Persönlichkeitsbildung der 8- bis 10-Klässler und die Vorbereitung der Teilnehmenden auf einen potenziellen Berufsweg in der Informationstechnologie. Mit dem Modellprojekt möchten die Träger auch die Politik auf die Förderung von Bildung im IT-Bereich aufmerksam machen. Also BG 3000 und Bechtle träumt natürlich davon, dass wir dieses wunderbare Projekt der IT-Ersthelfenden als Pilot in der Südwestpfalz gestartet nach ganz Deutschland ausdehnen. Die Schulen brauchen tüchtige junge Leute, die sich auskennen mit der Anwendungsseite, mit der technischen Seite. Und das pilotieren wir jetzt mit 50 Schülerinnen und Schülern. Und dann geht es hoffentlich auf Tournee in alle anderen Bundesländer. Die Bewerbungsphase für die Schülerinnen und Schüler aus den Klassenstufen 8 bis 10 laufen noch bis zum Start des Pilotprojekts. Mit sogenannten Wildcards sollen aber allen interessierten Schülerinnen und Schülern die Teilnahme ermöglicht werden. Im Juli 2023 ging die 65-jährige Zeit des Karmelitinnenklosters in Hauenstein zu Ende. Viele kirchliche Vertreter und Gläubige waren in die Christkönigkirche gekommen, um den Abschied mit den Schwestern zu feiern. Auch wir waren mit dabei. Am Sonntag, den 9. Juli, war es soweit. Die Schwestern des Karmelitinnenklosters in Hauenstein wurden mit einem feierlichen Gottesdienst in der gut gefüllten Christkönigskirche verabschiedet. Ein Abschied, der vielen Menschen sicherlich nicht leicht fiel. Das Kloster bestand seit 1958 und wurde nun nach 65 Jahren aufgelöst, da nur noch 6 Schwestern in diesem großen Kloster ihr Zuhause fanden. Diese 6 Schwestern, die bis jetzt noch im Karmelitinnenkloster lebten, schließen sich nun anderen Konvekten an. In Speyer, Wemding, Essen und Ixkile, Lettland, werden die Schwestern ihr neues Zuhause finden. Bischof Karl-Heinz Wiesemann war angereist, um sich mit einigen Pfarrern in diesem Gottesdienst von den Ordensschwestern zu verabschieden. Auch weitere kirchliche Vertreter waren gekommen, um den Gottesdienst mit den Schwestern und den Gläubigen zu feiern. Einige Vertreter der Politik, wie die Landrätin Dr. Susanne Ganster und der Ortsbürgermeister Michael Zimmermann, sprachen Verabschiedungs- und Dankesworte zu den Schwestern. Sie waren immer durch ihre persönliche Stärke, das Gebet mit vielen von uns verbunden. Und dafür möchte ich heute ganz persönlich Danke sagen. Sie waren so lange, wie ich persönlich denken kann, immer ein Teil von Hauenstein. Sie haben vom Hügel auf dem Dorf aus für uns alle gebetet und auch, ich würde sagen, sicherlich dafür gesorgt, dass der liebe Gott vielleicht etwas gnädiger auf Hauenstein herabgesehen hat. Dafür vielen Dank jetzt schon. Neben den Grußworten der Kommune sprach auch Schwester Elina zu den Gläubigen. Ja, Hauenstein
wurde uns Schwestern wirklich eine Heimat, mit allem, was dazugehört. So viele Zeichen der Liebe, des Wohlwollens, der Hilfe, des Beistands wurde uns geschenkt. Die musikalische Gestaltung des Gottesdienstes wurde vom Kirchenchor und dem Musikverein Hauenstein übernommen. Seit 2021 tagt die Haushaltskonsolidierungskommission HKK in Zweibrücken und das noch bis 2025. Jene soll Maßnahmen prüfen, mit denen sich das Defizit im Zweibrücker Stadthaushalt drücken lässt. Welche Schlüsse man aktuell gezogen hatte und dem Stadtrat vorstellen wollte, wurde vorab bei einem Pressegespräch erklärt. Der ehrenamtliche Vorsitzende der Haushaltskonsolidierungskommission ist Josef-Peter Mertes, der frühere Präsident der Trierer Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion ADD. Er erklärt, was das Einsetzen einer solchen Kommission 2021 überhaupt notwendig gemacht hatte. Die Stadt Zweibrücken ist schon längerfristig einer der höchstverschuldetsten, pro Kopf höchstverschuldetsten Gemeinden in der Bundesrepublik Deutschland gewesen, nicht nur in Rheinland-Pfalz, mit anderen zusammen. Aus dem Grund war die Auflage zu sparen eigentlich immer schon hier gegeben. Und das hat dann auch natürlich Erfolge gebracht, aber noch nicht so Erfolge gebracht, dass man auch in die Nähe eines Haushaltsausgleichs gekommen wäre. Und aus dem Grund hat sich der Stadtrat entschlossen, diese Haushaltskonsolidierungskommission einzusetzen, mit der Bestimmung, alle Einnahmen und Ausgaben zu überprüfen. Und das haben wir dann auch umgesetzt, indem wir mit allen Fraktionen des Stadtrats gesprochen haben, mit den städtischen Töchtern, mit den Amtsleitern. Die haben ihre Ideen eingebracht. Und das, was die eingebracht haben und was jetzt auch im Übrigen die Bürgerinnen und Bürger eingebracht haben, das setzen wir Zug um Zug um. Nach 5 Jahren will man es erreicht haben, den Stadthaushalt um strukturell 5,2 Millionen Euro zu entlasten, so Mertes. Davon haben man 3 Millionen schon geschafft. An Schließungen oder zugedrehte Geldhähne glaubt Mertes derweil nicht. Er hatte andere Stellschrauben ausgemacht. Schwerpunkte waren die Verbesserung von Organisationsabläufen hier im Hause. Schwerpunkte waren viele, viele kleine Maßnahmen, wie beispielsweise zu schauen, ob alle Kraftfahrzeuge noch gebraucht werden, die für die Stadt fahren. Schwerpunkt war zum Beispiel, dass wir die Abführungen der städtischen Töchter auch strukturell festgelegt haben. Ein Schwerpunkt war natürlich Steuern im weitesten Sinne und Gebühren, was die Einnahmeverbesserungen anlangt. Sie haben die Debatte um die Grundsteuer B mitbekommen. Die Hundesteuer ist schon marginal angehoben worden, also geringfügig angehoben worden. Das Thema Vergnügungssteuer haben wir auch schon angestoßen. Also die Einnahmeverbesserungen sind auch ein ganz wesentlicher Teil. Zweibrücken fahre seine Zuschussausgaben für die Kultur um 5% zurück, sei aber beim Auftreiben von Fördergeldern findig geworden. Die 5%, die die Stadtkasse spart, hole sie so für die Kultur bei Zuschussgebern wieder herein. Mertes empfehle der Kommission auch nicht, Bürger- oder Dorfgemeinschaftshäuser in den Stadtteilen zu schließen. Jene seien zu wichtig für den Zusammenhalt. Stattdessen könne man in diesen Häusern auch Dorfbüros einrichten und so Zuschüsse von der Entwicklungsagentur Rheinland-Pfalz bekommen. Auch beim Personal werde nicht gespart, indem man Arbeitsplätze reduziere. Stattdessen werden Beschäftigte im Rathaus in andere Bereiche umgesetzt. Zum Ende der jetzigen Wahlperiode des Stadtrats 2024 wird Mertes eine Zwischenbilanz ziehen. Bei den Sanierungsmaßnahmen am Pirmasenser Hugo-Ball-Gymnasium geht es in die nächste Phase. Die neuen Beleuchtungsanlagen in den Sälen werden sehr viel Strom einsparen. Was genau geplant ist, stellte Bürgermeister Michael Maas vor Ort vor. Nachdem bereits 2021 beschlossen wurde, im Hugo-Ball-Gymnasium in Pirmasens auf stromsparende LED-Leuchten mit Selbststeuerung zu setzen, kam jetzt im Sommer 2023 der Zuschussbescheid und die Stadt kann an die Ausschreibung gehen. Kosten von 380.000 Euro werden dabei anfallen. Man hofft dann, möglichst viele der Arbeiten in den Ferien erledigen zu können. 910 Lampen gibt es in den Sälen und Fluren des Gymnasiums, das zurzeit über 600 SchülerInnen beheimatet. Nach der Sanierung sollen nur noch etwa ein Viertel der derzeit verbrauchten Kilowatt übrig bleiben. Beim derzeitigen Strompreis von rund 40 Cent pro Kilowattstunden wären das 24.000 Euro Einsparung im Jahr.
Doch die neuen LED-Lampen sparen nicht nur. Sie haben viele weitere Vorteile. Bei Tageslicht kann die Leuchtstärke automatisch heruntergedimmt werden. Dank Bewegungsmelder brennen die Lichter nur, wenn auch jemand im Saal oder auf dem Flur ist. Eine Linse misst zudem die Lichtstärke im Raum und erzeugt angenehm empfundenes, tageslichtgleiches Licht. Der Hausmeister kann zur Kontrolle über sein Tablet auf jede Lampe im Haus zugreifen. Bürgermeister Michael Maas hofft, dass bald die Sanierung der bröckelnden Fassade aus den 60er Jahren erledigt ist. Auch auf den Dächern tut sich einiges. Eins davon werde ein Gründach, das Wasser bei Regen speichern könne. Außerdem erhalten die Gebäude eine dicke Dachdämmung und auf einem Dach entsteht eine Photovoltaikanlage, die die Hälfte des Strombedarfs des Gymnasiums decken könnte. Auch neue Fenster, die teilweise bereits eingebaut sind, und neue Dämme- und Heizungssteuerung werden für Energieeinsparung sorgen. Bis 2017 will Pirmasens 7 Millionen Euro in das Gymnasium investiert haben, dessen Energiebilanz dann als Blaupause für weitere Gebäude in der Stadt dienen könnte. Im Rahmen des Bundesprogramms Demokratie leben finden in der Südwestpfalz zweimal im Jahr sogenannte Demokratiekonferenzen statt. Gemeinsam mit den Trägern und Projektleitern wurden Anfang Juli bei der ersten Demokratiekonferenz 2023 die Ziele und Inhalte der Partnerschaft für Demokratie Südwestpfalz für 2024 besprochen. Welche Handlungsziele soll es nächstes Jahr geben? Um diese Frage ging es bei der ersten von zwei Demokratiekonferenzen 2023 im Landkreis Südwestpfalz. Gemeinsam konnten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer diskutieren, welche Zielgruppen angesprochen werden sollen oder welche Probleme und Bedarfe es gab. Da ist zum Beispiel das Thema Gender gefallen, dass unter diesem Gender-Aspekt Geschlechteraustausch, Geschlechtergleichwertigkeit einfach zum Teil untergeht, weil es einfach nur noch um diese Sprache zu gehen scheint, aber nicht mehr um das, was eigentlich dahinter steht und sehr wichtig ist. Das wird festgestellt. Es wird auch festgestellt, dass im Bereich Sexting, was auch in eine ähnliche Richtung geht, oder dass da auch Unterschiede gemacht werden, dass man zum Beispiel, um es ganz platt zu sagen, wenn ein Mann eine Frau belästigt, dann ist es einfach nur eine dumme Belästigung. Wenn es ein Mann mit Migrationshintergrund macht, dann ist es eine religiöse, eine Herkunftssache. Unterm Strich ist es aber in beiden Fällen das Gleiche. Anschließend konnten alle Projektleiter und Mitwirkenden Projektideen vorschlagen. Ein besonderer Schwerpunkt soll im nächsten Jahr, in dem letzten Jahr der zweiten Förderperiode des Bundesprogramms, auf den Themen Inklusion, Kinderrechte und Öffentlichkeitsarbeit liegen. Das war's mit Kompakt für diese Woche. Wenn Sie mögen, sehen wir uns das nächste Mal zu einer neuen Ausgabe wieder. Bis dahin, machen Sie's gut und tschüss.